Ich rufe nunmehr auf die Tagesordnungspunkte 7a bis 7c sowie Zusatzpunkt 11. Beratung mehrerer Vorlagen betreffend die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD vor, über den wir später namentlich abstimmen werden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 27 Minuten vorgesehen. Dazu höre ich keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Erste Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Yvonne Magwas für die Fraktion der CDU-CSU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verabschieden heute das 9. Gesetz zur Änderung der Stasi-Unterlagen. Seit 1991 ist dieses Gesetz Grundlage dafür, dass Bürgerinnen und Bürger Zugang zu den Informationen erhalten, die die Stasi über sie menschenrechtswidrig gesammelt hat. Die Stasi-Akten sind das Vermächtnis der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit. Und ihre Zugänglichkeit für Bürger, Behörden und Forscher hat wesentlich zur Aufarbeitung der DDR, der SED-Diktatur beigetragen. Und das, meine Damen und Herren, das soll auch so bleiben. Das allgemeine Interesse ist weiterhin sehr groß und es hält auch dauerhaft kontinuierlich an. Die hohen Zahlen, Antragszahlen zeigen das. Rund 5.000 Anträge monatlich gehen durch Bürgerinnen und Bürger, durch Behörden, durch Medien und durch Forschungseinrichtungen ein. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Zugang zu den Stasi-Akten auf Grundlage des Stasi-Unterlagengesetzes auch in Zukunft erhalten, verbessern und sichern. Zum einen tun wir das durch die Verlängerung der Überprüfungsmöglichkeit auf Stasi-Tätigkeit von Personen, die in politisch oder gesellschaftlich herausgehobenen Positionen tätig sind. Nicht nur nach der Wiedervereinigung hatte diese Überprüfungsmöglichkeit große Bedeutung für den Aufbau demokratischer Strukturen. Nein, es ist auch heute noch so, dass wir das insbesondere den Opfern der DDR-Diktatur schuldig sind, hier größtmöglichste Transparenz und auch ein Grundvertrauen in das staatliche Handeln wiedergeben. Und darum ist diese Überprüfungsmöglichkeit auch so notwendig. Das ist auch keine graue Theorie, sehr geehrte Damen und Herren. Und es zeigt auch ein aktuelles Beispiel, auch bei mir selbst in der Heimat, wo wir auf Antrag der eigenen CDU-Kreistagsfraktion alle Mitglieder des Kreistages auf eine mögliche vergangene Stasi-Tätigkeit überprüfen werden. Und das ist auch kein Einzelfall. Im Jahr 2018 gab es 167 Anträge auf Stasi-Überprüfung im öffentlichen Dienst und 446 Anträge auf Überprüfung von Mandatsträgern. Der Bedarf ist da. Und deshalb haben wir bis zum Ende 2019 auslaufende Überprüfungsmöglichkeit jetzt verlängert bis zum 31. Dezember 2030, also um ganze 11 Jahre, meine Damen und Herren. Über das Thema Überführung der Stasi-Unterlagenbehörde in das Bundesarchiv wurde gerade ausführlich diskutiert. Klar ist, es handelt sich hier keineswegs um eine Abwicklung der Behörde, sondern um eine Verbesserung und Aufwertung. Dazu kommt noch, und dafür sprechen wir uns auch als Unionsfraktion aus, das neue Amt des Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Es ist eine Weiterentwicklung des Amtes des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Und ich denke, dass Menschen, die unter diesen Repressalien in der DDR gelitten haben, weiterhin auch einen direkten Ansprechpartner, eine Art wichtige Person benötigen, von dem sie Halt und Unterstützung erfahren. Und das ist ein ganz wichtiges Signal für die Opferarbeit und auch gegen das Vergessen. Und an dieser Stelle möchte ich auch Roland Jahn recht herzlich begrüßen und ihm recht herzlich auch danken für die vielen Gespräche, die Sie mit Betroffenen führen. Und das ist eine wichtige Arbeit, das ist ein wichtiges Zeichen und das ist vor allen Dingen für die Betroffenen, für die Opfer, ja, ein ganz wichtiger Punkt in ihrer Aufarbeitung. Dankeschön dafür. Ein dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, auch unter einer bildungspolitischen Brille, ist, dass wir 14 Forschungsverbünde
gegründet haben. Die setzen einen Meilenstein in der gesamten Forschung für die DDR-Aufarbeitung, für die Erforschung von begangenem Unrecht, etwa in den Haftanstalten, in Erziehungsheimen der ehemaligen DDR. Dafür stehen 40 Millionen Euro über 4 Jahre zur Verfügung. Damit wird die Forschung auch erstmals von der Stasi-Unterlagenbehörde etwas getrennt und dezentralisiert. Im universitären Umfeld besteht zudem die Möglichkeit, dass auch die junge Generation an der umfassenden Erforschung der DDR-Diktatur mitarbeiten kann und dass diese Forschungsergebnisse natürlich auch öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. Das ist selbstverständlich. Zum Beispiel in Lehrplänen von Schulen könnte ich mir das gut vorstellen. Das sind wir den Opfern und ihren Familien schuldig. Das ist wichtig für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und wesentlich für eine freie, demokratische Gesellschaft in der Zukunft. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne kann ich auch dem Unken der AfD einer scheiternden Aufarbeitung der SED-Diktatur klar widersprechen. Wir haben im 30. Jahr der Friedlichen Revolution viel vorzuweisen und auch weiterhin stehen wir an der Seite der Opfer und möchten in engen Austausch mit den Akteuren die Aufarbeitung der SED-Diktatur gesamtdeutsch, gesamtgesellschaftlich und dauerhaft stärken. Und in diesem Sinne bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Yvonne Marquas war das von der CDU-CSU-Fraktion, die darauf hinweist, dass es hier um eine gesamtdeutsche Aufgabe geht. Übrigens, die Möglichkeit zur Stasi-Überprüfung von Menschen im öffentlichen Dienst wird bis 2030 verlängert. Das ist ebenso Bestandteil dieses Gesetzes. Nun folgt als nächster Redner Götz Frömming von der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, gestern hatten wir im Kulturausschuss eine Abstimmung zu der Frage, ob die Überprüfungsmöglichkeit verlängert werden soll. Und es gab eine erfreulich große Mehrheit, eine erfreulich große Koalition dafür. Nur eine einzige Fraktion hat sich dem verweigert, und das war die Linke. Wir haben aber derzeit auch eine andere sehr große Koalition, und die hat leider etwas weniger Erfreuliches vor. Und darüber haben wir eben schon in der Aktuellen Stunde gesprochen. Leise und geräuschlos wollten sie ein wichtiges Symbol des Widerstandes gegen die SED-Diktatur ins Archiv entsorgen. Aber damit, meine Damen und Herren, haben wir sie nicht durchkommen lassen, und deshalb beschimpfen sie uns hier schon den ganzen Tag. Diese Behörde, meine Damen und Herren, ist eine ungewöhnliche Behörde. Sie verdankt ihre Existenz nicht der Obrigkeit, sondern dem mutigen Einsatz der Bürger. Der Bundesbeauftragte ist nach wie vor eine wichtige Institution. Seine Bedeutung als Mahner und Aufklärer wird nicht geringer, sondern größer, je länger die SED-Diktatur zurückliegt. Der jetzige Amtsinhaber ist offenbar seines Amtes müde geworden und wirkt Ihnen nun als Kronzeuge an der Abschaffung seines eigenen Amtes mit. Das finde ich tragisch und bedauerlich. Wie praktisch aber, dass die Auflösung seiner Behörde und das Ende seiner Amtszeit ja auf denselben Tag fallen sollen. Und wie man hört, ist an einen neuen, auf Herrn Jahn vielleicht schon zugeschnittenen Posten ja bereits gedacht. Man kennt sich, man hilft sich, meine Damen und Herren, aber diese Behörde darf für keinen Kuhhandel irgendwelcher Art missbraucht werden. Diese Behörde ist nicht nur eine Behörde, sondern sie ist ein Denkmal. Sie ist ein sichtbares Symbol und ein Teil des Erbes der Friedlichen Revolution. Und ich sage das denen, die eben gesagt haben, da redet schon wieder ein Westdeutscher. Diese Behörde gehört uns allen, meine Damen und Herren. Und es sind Sie, nicht wir, die diese Behörde und den Bundesbeauftragten und dieses Denkmal schleifen wollen. Wir wollen es erhalten. Diese Behörde muss ausgebaut und nicht abgewickelt werden. Das wollen wir mit unseren beiden Ihnen vorliegenden Anträgen erreichen. Mit der Überführung der Stasi-Akten in das Bundesarchiv entsteht der Eindruck, dass ein Teil unserer deutschen Geschichte entsorgt werden soll, um insbesondere, es klang heute bei meinem Kollegen schon an, der CDU neue Koalitionsmöglichkeiten links der Mitte zu eröffnen, die sie ja dringend braucht. Meine Damen und Herren,
Es hat bereits einmal Mitte der 80er Jahre eine große Debatte gegeben um die Entsorgung der deutschen Vergangenheit. Damals war es die Linke, die Helmut Kohl kritisiert hat. Wir erleben heute ein Déjà-vu dieser Debatte, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ja, heute sind Sie es, die einen Teil unserer Vergangenheit ins Archiv verbannen wollen. Meine Damen und Herren, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr historische Orte, um an die Verbrechen der SED-Diktatur und Stasi zu erinnern. Ja? Sehr gerne. Bitte sehr, Herr Berns. Sehr geehrter Kollege Dr. Frömming, Sie haben ja eben ausgeführt, dass Roland Jahn eine tragische Figur sei, weil er seine eigene Position noch abschaffen muss und wie furchtbar das dann wäre. Wir haben mit Roland Jahn gesprochen und es ist übrigens sein eigener Vorschlag und er will es nicht abschaffen. Er möchte dieses Amt weiterentwickeln zu einem Amt, nicht nur für die Akten, sondern für die Menschen. Und ich stelle Ihnen eine einzige Frage, die ist ganz leicht zu beantworten, mit Ja oder Nein. Haben Sie in den letzten zwei Monaten ein einziges Mal direkt mit Herrn Jahn über diese Frage gesprochen? So, zu Ihrer Frage mit Herrn Jahn habe ich im Ausschuss gesprochen, aber ich will auf den ersten Teil Ihrer Bemerkung eingehen. Ich hätte mir von Ihnen gewünscht, dass Sie den Mut und das Rückgrat gehabt hätten, sich nicht hinter dem Rücken von Herrn Jahn zu verstecken oder irgendeiner Kommission, sondern dass Sie selbst gesagt hätten, dass Sie es sind, die diese Behörde abschaffen wollen. Und die Behörde bleibt nämlich nicht erhalten und auch der Bundesbeauftragte bleibt nicht erhalten. Beides wird abgeschafft und entsorgt. Sie hätten den Mut haben sollen, zu sagen, wir sind es, die das wollen. Und dann hätten Sie dafür nämlich auch die Verantwortung gegenüber den Bürgern gehabt. So verstecken Sie sich hinter anderen. Schade. So. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss meiner kleinen, ja leider nur sehr kurzen Rede. Sie haben die Redezeit ja extra begrenzt, weil dieses Thema Ihnen offenbar unangenehm ist. Wir sind der Meinung, dass alle Außenstellen als pädagogische Einrichtungen erhalten bleiben sollten. Es geht nicht nur um die Akten, es geht auch um die Aufklärung der jungen Generation. Und diese Aufklärung ist offenbar dringender und notwendiger denn je, wie diese Debatte uns gezeigt hat. Vielen Dank. Götz Frömming spricht die Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde an, die es im Moment gibt. Sie sollen auf einen Standort in je einem ostdeutschen Bundesland reduziert werden, also auf 5 an der Zahl. Bisher sind es 12. Zudem folgt nun auf Herrn Frömming folgt nun Katrin Budde von der SPD. Ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheit, wenn man dazuhören muss. So viel Ignoranz von Wahrheit und Realität. Ignoranz von Wahrheit und Realität, das habe ich nicht mal in der DDR erlebt, wie ich hier in der letzten halben Stunde bei Ihnen habe zuhören müssen. Das ist wirklich unglaublich. Ich meine, Herr Jung und Herr Frömming, Sie können noch lesen. Es gibt unzählige Dokumente, öffentlich zugänglich. Ja? Es gibt Debatten über das Thema, von wegen heimlich. Nichts wird öffentlicher diskutiert und aus gutem Grund als die Fortentwicklung dieses Themas. Sie beteiligen sich nur nicht daran, außer mit falschen Unterstellungen. Zum Stuck. Ja, der Stuck hat sich bewährt, das Stasi-Unterlagengesetz. Und wir hatten vereinbart, dass wir gucken, ob wir den Personenkreis einschränken oder nicht. Und wir haben uns entschlossen, ihn nicht einzuschränken. Es gibt auch wirklich keine gelungene Idee, wie man den jetzt einschränken könnte. Warum war dann die Frage, verlängert ihr das? Sind da nicht schon alle ausgestorben? Und da sage ich nein. Es ist aus gutem Grund bis 2030 verlängert worden, weil das betrifft zum Beispiel meine Generation, diese Generation mittleren Alters, die mit 89, 90, Mitte, Anfang, Mitte 20 war. Wenn man das gewollt hätte, hätte man gut verstrickt sein können. Und deshalb betrifft es diese Alterskohorten auch noch, wo ich die Überprüfung richtig finde. Und es betrifft zum Beispiel fortlaufend auch immer solche Dinge wie Verleihung von Bundesverdienstkreuz. Da sind viele noch sehr viel älter. Und gerade da muss eine Überprüfung stattfinden, weil ich finde, wir müssen schon ganz genau hingucken, wem ein Bundesverdienstkreuz verliehen wird. Allein diese beiden Argumente reichen, glaube ich, um zu sagen, es macht Sinn und es ist richtig, das zu verlängern. Jetzt zu dem Beschluss, was die Fortentwicklung der Behörde angeht. Noch einmal, 2 Jahre Kommissionsarbeit, öffentliche Anhörungen,
öffentliche Ergebnisse, Minderheitenvoten, ja, auch da ist man sich nicht immer einig gewesen. Und die, die sich haben nicht durchsetzen können, kommen jetzt im Teil wieder und sagen, wir wollen es noch mal neu angefasst haben. Nein, das Ganze ist ein Prozess. Dann ein Beschluss im Bundestag. Auch dazu öffentliche Debatten. Zugängliche Koalitionsverträge, in denen steht, was man weitermachen will. Anhörungen im Ausschuss. Debatten hier im Plenum. Nichts, aber auch gar nichts wird heimlich gemacht, sondern es wird alles gut und richtig, wie in einer Demokratie es normal ist, öffentlich gemacht. Und dazu gehört auch, dass Einzelne anderer Auffassung sind. Aber es gibt aus gutem Grund eine große Mehrheit, die sich für eine positive Fortentwicklung der Behörde entschieden hat dazu. Und da will ich heute mal sagen, hier zuallererst gilt mein Dank einmal denen, die im Herbst und im Spätherbst und im Winter 89 dafür gesorgt haben, dass wir die Akten überhaupt noch haben, die Stasi-Zentralen besetzt haben und dafür gesorgt haben, dass sie überhaupt noch da sind. Das ist in anderen Ländern nämlich durchaus nicht so, sondern da konnten die weggeräumt werden. Und mein Dank geht auch an zweiter Stelle an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben in den letzten 29 Jahren seit der Wiedervereinigung in der Behörde gearbeitet haben. In der Zentrale, in den Außenstellen, die das Thema öffentlich gemacht haben, die pädagogische Arbeit geleistet haben, die mit Betroffenen geredet haben, die den Zugang zu den Akten sichergestellt haben, die überall dort in den Regionen gearbeitet haben, die haben Großartiges geleistet und denen gehört hier ein großes Dankeschön an der Stelle. Und darum ist es uns auch wichtig, um noch mal auf einen anderen Punkt einzugehen, dass wir in dieser Beschlussempfehlung eben das Thema drin haben, wir wollen eine Fortentwicklung des Personals. Nicht nur, dass das Bundesarchiv mit neuem und zusätzlichem Personal für die neue Aufgabe ausgestattet werden muss. Nein, wenn wir über die Fortentwicklung der Außenstellen und die neuen Aufgaben reden und wie das aussehen soll, dann müssen wir uns noch richtig vor Ort kundtun. Da wird es wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche regionale Lösungen geben müssen. Da muss man aber auch vor Ort gehen. Ich habe das getan, nicht nur in meinem Bundesland, sondern auch in anderen neuen Bundesländern und werde das auch zukünftig noch tun, damit ich genau weiß, was macht Sinn und wie können die Akteure, die an dem Thema Aufarbeitung und Aufbereitung und politische Bildung zusammenarbeiten, wie können wir die am besten stärken und auch wie können diese Außenstellen neu aussehen. Und da gehört es auch dazu da, dass ein Personalkonzept erarbeitet wird. Wir haben gesagt, ohne Kündigung und neues Personalkonzept, wo die Personen der Aufgabe folgen müssen und auch die Anzahl. Das ist das, was Daniela Kolbe zu Recht gesagt hat. Ich wünsche mir da auch einen großen Wurf in diesem und nächsten Jahr vor allen Dingen, dass wir das vernünftig ausstatten, diese neuen Außenstellen und dass wir insgesamt bei der Aufarbeitung ein Stück vorankommen. Es fehlt auch noch der ganze Komplett Forschung und Entwicklung. Der ist in der Beschlussempfehlung jetzt noch gar nicht drin. Auch den müssen wir uns noch angucken. Wir müssen gucken, welche Forschungsinstitutionen zusätzlich hier arbeiten können, welcher Teil im Archiv gemacht wird. Ja, es gibt noch ganz viel Arbeit, die vor uns liegt. Und das werden wir nur mit großer, breiter Brust und mit ganz vielen, die hier im Hause mitziehen, leisten können. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute erst einen Schritt tun, dass wir diese Beschlussempfehlung auch mit dem Auftrag zum Beispiel an das BKM zu gucken, welche rechtlichen Regelungen müssen dann angefasst werden. Da werden ganz viele Gesetze angefasst werden müssen, damit das funktioniert. Was muss verändert werden? Und wir müssen irgendwann mit den Ländern auch entscheiden, an welchem Standort soll denn das neue Archiv sein. Wenn die Wahlen vorbei sind, wird es da hoffentlich etwas schneller vorangehen, sodass wir dann auch eine Entscheidung über die Machbarkeitsstudien und die Standorte treffen können, dass wir die Gelder einstellen können in den Haushalt. Wir brauchen dringend diesen ersten Beschluss dazu, damit wir alle vernünftig für die Zukunft weiterarbeiten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Thomas Hacker für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Vor 30 Jahren veränderten die Menschen in der DDR die Welt. Sie gingen auf die Straße, ohne zu wissen, ob nicht Gewehre oder Panzer auf sie zielen würden. Sie erkämpften sich ihre Freiheit und überwanden den Repressionsstaat. Sie erobern die Unterlagen, die das Ausspionieren und die Unterdrückung des Einzelnen durch den Staat bis ins kleinste und persönlichste Detail hinein dokumentierten. Und deshalb ist der spätere Umgang mit den Stasi-Unterlagen und auch das Stasi-Unterlagengesetz eine der zentralen Errungenschaften der friedlichen Revolution.
In keiner anderen Revolution haben sich die Menschen selbst ein Gesetz geschaffen, das es ihnen erlaubt, geschützt in ihre eigene Vergangenheit zu schauen und vor allem um Klarheit und Gerechtigkeit zu schaffen. Klarheit für jeden einzelnen Menschen, aber eben auch für den Staat. Die Überprüfungsmöglichkeit auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den damaligen Staatssicherheitsdienst läuft Ende des Jahres aus. Die Koalition hat es gerade noch geschafft, dies zu verhindern und die Überprüfungsmöglichkeit zu verlängern. Dabei ist die Verlängerung der Frist dringend notwendig. Es darf auch im 30. Jahr des Erinnerns an die friedliche Revolution keinen Schlussstrich unter die Aufarbeitung geben. Als Freie Demokraten, wir haben es darauf hingewiesen, begrüßen wir auch die Überführung des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv. Wir bündeln damit Wissen und stärken Forschung und Wissenschaft. Damit bleiben die Bestände dauerhaft gesichert und in Nutzung. Das ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. Wie mag das Gefühl gewesen sein, seine Stasi-Akte das erste Mal in den Händen gehalten zu haben, Sicherheit zu haben, wer einen ausgehorcht hat, die Namen zu kennen? Im Laufe der Jahre wurden die Akten immer weiter erforscht und erschlossen. Neue Erkenntnisse kamen hinzu, weitere Details wurden offenkundig. Deswegen ist die Fortführung dieser Arbeit so wichtig. Nur so kann den vielen Bürgerinnen und Bürgern gewürdigt werden, die im Ringen um Freiheit und Bürgerrechte erstmals die Akten einer Geheimpolizei öffneten und so die Grundlage für das Wirken der DSDU schufen. Mit dem Konzept zur Überführung der Akten allein ist es nicht getan. Es liegt noch eine weite Wegstrecke vor uns. Unsere Vorstellungen haben wir Freie Demokraten mit einem eigenen Entschließungsantrag im Ausschuss für Kultur und Medien eingebracht. Uns ist es wichtig, dass die Digitalisierung der Stasi-Unterlagen zügig voranschreitet und die hohen Anforderungen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte auch erfüllt werden. Uns ist wichtig, dass Bildung und Forschung aktiv weiter betrieben werden. Darum setzen wir uns für ein eigenes Institut für vergleichende geheimdienstliche Forschung ein. Die Sichtbarkeit des Stasi-Unterlagenarchivs darf auch bei der Eingliederung in das Bundesarchiv nicht verloren gehen. Das ist uns besonders wichtig. Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal deutlich werden. Wir erwarten von der Bundesregierung die zügige Umsetzung des Konzepts. Wir erwarten die schnelle Schaffung des Opferbeauftragten, denn die Opfer können nicht warten. Vielen Dank. Thomas Hacker war das, medienpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Wir sind nach wie vor in der Aussprache zum Stasi-Unterlagengesetz. Nächste Rednerin ist Simone Barrientos, kulturpolitische Sprecherin der Linken. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 30 Jahre nach dem Ende der DDR wird hier zum fünften Mal die Fristverlängerung der Regelüberprüfung auf Stasi-Mitarbeit beschlossen werden. Es wird ja nicht beschlossen, dass es eine Möglichkeit bestehen bleibt, zu überprüfen, sondern es geht um die Regelüberprüfung, die beschlossen werden sollen. Da kann ich nur sagen, es lebe der Generalverdacht. Wir sind dagegen, das wird Sie nicht überraschen. Und nein, wir sind nicht deshalb dagegen, weil wir einen Schlussstrich wollen. Ganz sicher nicht. Was wir wollen, ist eine, böses Wort, Normalisierung im Umgang mit der DDR-Geschichte, eine Versachlichung auch. Die DDR war sehr viel mehr als Stasi, das habe ich vorhin schon gesagt, aber nun sollen Personen in herausgehobenen politischen, gesellschaftlichen Positionen bis 2030 regelüberprüft werden. Das sind all die, die in der DDR gelebt und vor 1900 und bis 1971 dort geboren wurden. Und es betrifft ehrenamtliche Bürgermeisterinnen genauso wie Mandatsträger oder Menschen, die eine höhere Laufbahn anstreben. Sie werden 2030 mindestens 59 Jahre alt sein. Und es ist wohl anzunehmen, dass die Frist dann noch mal verlängert wird, damit einem auch ja keiner durch die Lappen geht, bevor sie dann endgültig Abschied nehmen von dieser Welt. Und es ist völlig egal, wie Sie nach der Wende gelebt haben. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht ernst sein. Wolfgang Thierse hat schon 2011 gesagt, dass Überprüfungen nur im konkreten Verdachtsfall und bei besonders herausgehobenen Funktionen zu rechtfertigen seien und dass, ich zitiere, das notwendige Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen nicht dadurch zu gewinnen ist, dass ein latentes Misstrauen gegenüber Mitbürgern ostdeutscher Herkunft in Gesetzen festgeschrieben wird. Zitat Ende.
Ich frage mich, wie die Aufarbeitung gelaufen wäre, wenn die DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger allein darüber hätten entscheiden können. Vielleicht hätte dann auch der Gedanke an Versöhnung, an Dialog eine Rolle gespielt. Vielleicht gäbe es dann so etwas wie eine Wahrheitskommission. Wir werden es nie erfahren. Die Spaltung der Gesellschaft hat ihre Ursachen auch im arroganten Umgang mit den Ostdeutschen. Und der fortlebende Generalverdacht ist nur ein Beispiel dafür. Und ansonsten schon mal mit Blick auf die nächste Debatte, wer Antifaschistinnen ächten will, der steht in der Tradition von Faschisten. An der Stelle sind wir uns doch einig, oder? Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Monika Lazar, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestern vor 30 Jahren, am 25. September 1989, versammelten sich mehrere hundert Menschen beim Friedensgebet in der Nikolaikirche in Leipzig. Ich war eine von ihnen. Als wir nach dem Friedensgebet hinausgegangen sind, warteten dort viele Leute. Gemeinsam versuchten wir anschließend, über den Innenstadtring zu ziehen. Mit weichen Knien, noch ungläubig, dass wir überhaupt vorankommen, liefen wir ein Stück die Runde, noch nicht gesamt, über den Ring. Das haben wir erst am 9. Oktober 1989 geschafft. Am Rande des Innenstadtrings befand sich mit der sogenannten runden Ecke der Stasi-Zentrale der heikelste Punkt. Das hat erst am 9. Oktober geklappt, als wir einmal um den Ring es geschafft haben. Am 4. Dezember besetzten dann mutige Bürgerinnen und Bürger friedlich die Leipziger Stasi-Zentrale. So wurde der Grundstein für die Aufarbeitung des Stasi-Unrechts gelegt. An den Mut dieser Menschen in den verschiedenen Städten der DDR möchte ich heute erinnern. Einer davon, unser ehemaliger Kollege Harald Terpe, war in Rostock bei der Stasi-Besetzung mit dabei und hat diese Woche, wie ich finde, zu Recht das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das durch die Stasi verübte Unrecht, Überwachung, Zersetzung und Unterdrückung hinterlässt seine Spuren bis heute. Und dieses Unrecht darf nicht vergessen werden. Nach der Wiedervereinigung schuf man daher die Möglichkeit, Bewerberinnen und Bewerber für herausgehobene Ämter und Positionen auf eine Mitarbeit bei der Stasi zu überprüfen. Das finden wir richtig, und deshalb werden wir dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf die Verlängerung der Überprüfungsmöglichkeiten auch zustimmen. Zum Schluss möchte ich noch eine Anmerkung an Kollegin Barrientos von der Linksfraktion richten. Hier von einem Generalverdacht, der alle Ostdeutschen trifft und von Westdeutschen ausgesprochen wird, halte ich für verfehlt. Das Thema auszunutzen und so auch Ost und West nochmal gegeneinander auszuspielen, geht nicht. Das ist wirklich der Sache nicht wert. Vielmehr sollten wir alle daran arbeiten, dass Ost- und Westdeutsche sich gegenseitig wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, von ihren Erfahrungen vor und nach 1989 berichten und voneinander lernen. Ja, aber das ist eben das falsche Beispiel. Und ich hoffe, dass in den nächsten Monaten, wo wir an 30 Jahre friedliche Revolution daran denken und darauf achten. Vielen Dank. Monika Lazar war das von den Grünen. Sie sagt, das Stasi-Unrecht hinterlässt Spuren bis heute. Nächster Redner ist Mario Miruch. Er ist fraktionslos. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
Wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall und ich freue mich sehr darüber, denn auch ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, als Jugendlicher im Oktober 1989 in ein FDJ-Hemd gepresst, hier in Berlin auf der Straße stehen zu dürfen. Und kann daher sagen, dass auch für meine Generation das alles noch nicht aufgearbeitet ist. Insofern begrüße ich das Vorhaben, diese Aufarbeitung weiterhin zu ermöglichen bis ins Jahr 2030. Stelle aber die Frage A, was an der bisherigen Aufarbeitung unsachlich war, wie es vorhin zur Sprache kam, da kann ich nichts entdecken. Und B ist die große Frage, ist das, was in der Theorie hier gerade sehr sinnvoll klingt und vielen richtig erscheint, in der Praxis dann tatsächlich der richtige Weg ist? Denn es sind einfach sehr, sehr viele Fragen offen. Es gibt, wie heute auch schon angeklungen, noch kein zu Ende gedachtes Konzept. Es gibt die offenen Fragen der Finanzierung. Es ist die Frage, auf welche rechtliche Füße man das Ganze stellt. Es ist die Frage, was macht man mit den Mitarbeitern? Wie geht man damit um? Denn das Bundesarchiv hat, daran möchte ich erinnern, erst zum Jahresanfang die 250 Mitarbeiter der Wehrmachtauskunftsstelle übernommen und musste diese integrieren. Es bleiben also viele Fragen offen, unter Umständen weniger Büros, unklare Zukunft, längere Bearbeitungszeiten und das alles im Angesicht von heute immer noch 60.000 Anfragen pro Jahr. Das heißt, das Ansinnen zu dieser Zeit im Hinblick auch auf die vergangenen und noch anstehenden Landtagswahlen in Thüringen jetzt zum Beispiel, das sendet Signale und das sendet sehr wohl bei viel zu vielen Menschen Signale, auch wenn sie hier immer das Gegenteil beteuern und ich glaube Ihnen das sogar, dass Sie das vielleicht möchten, aber draußen kommt es vielleicht dann eben anders an. Es hat halt eben doch was von Schlussstrich. Und mit dieser Art und Weise, wie das Ganze dann hier vorangetrieben wird, schaffen Sie eins. Sie schaffen neue Wähler, Wähler für die AfD. Und da können Sie sich fragen, ob das Ihr Ziel ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als letzte Rednerin erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Astrid Mannes, CDU-CSU-Fraktion, mit der Bitte an das Auditorium, die Gespräche vielleicht doch etwas einzustellen. Für die Damen wäre es einfach nett, der Kollegin zuzuhören, für die Herren wäre es höflich. Und ich werde den einen oder anderen, den ich hier erkenne, zum Beispiel den Kollegen Schneider, SPD-Fraktion, nur einmal bitten, der Kollegin noch zuzuhören. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Behörde für Staatssicherheit in der DDR war ab 1950 ein selbstständiges Ministerium, über das von der Stasi die Überwachung, die Kontrolle, Beeinflussung, Gängelung und Unterwanderung der DDR-Bevölkerung organisiert wurde. In den 1980er Jahren waren über 100.000 Hauptamtliche und rund 600.000 inoffizielle Mitarbeiter für die Stasi tätig. Angelegt wurden 40 Millionen Karteikarten und Akten. Es geht aber heute nur indirekt um diese Karteikarten. Vielmehr geht es um die persönlichen Schicksale, die mit diesen Karten verbunden sind. Diese oft quälenden Fragen, die sich so viele DDR-Bürger stellten und zum Teil immer noch stellen, wurde ich auch bespitzelt. Was hat man über mich gewusst und ausspioniert? Wie weit ist man in meine Privatsphäre eingedrungen? Wer hat mich bespitzelt? Wurde ich auch von Freunden oder gar von Familienmitgliedern ausgehorcht? Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre friedliche Revolution. Und es gehört unzweifelhaft zu den großartigen Momenten jener Tage, dass Menschen durch überaus mutiges und beherztes Eingreifen viele Stasi-Akten vor der Vernichtung bewahren konnten. Wir erleben auch 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch ein sehr großes Interesse und große Nachfrage an den Stasi-Akten. Noch immer bitten viele Bürger um Einsicht in ihre Akte. Und noch immer sind wir diesen Betroffenen größtmögliche Transparenz und Unterstützung schuldig, und dem wollen wir Rechnung tragen. Mitarbeiter im öffentlichen Dienst stehen in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat. Und mit der Verlängerung der Überprüfungsmöglichkeit
auf Stasi-Tätigkeit im öffentlichen Dienst setzen wir einen weiteren Punkt aus dem Koalitionsvertrag um. Es ist wichtig, dass auch die Stasi-Opfer ein Grundvertrauen in den Staat und staatliches Handeln haben. Der Zugang zu den Stasi-Akten bleibt weiterhin auf Grundlage des Stasi-Unterlagengesetzes uneingeschränkt erhalten. Mit dem neuen Konzept zur Zukunft der Stasi-Unterlagen geht es uns um die Sicherung der Unterlagen auch für künftige Generationen. Es geht uns zweitens um die Anerkennung der Opferschicksale. Und drittens geht es uns darum, durch die Integration dieser Aktenbestände ins Bundesarchiv dafür zu sorgen, dass dieses Thema als gesamtgesellschaftliche Aufgabe in Deutschland verstanden wird, welches sich eben nicht nur auf die DDR bzw. das ehemalige Staatsgebiet der DDR bezieht. Es wird künftig einen verbesserten Aktenzugang für die Opfer geben, sowie eine verbesserte und modernere Aktennutzung. Die Opferverbände wurden in diese Überlegungen mit einbezogen. Es gibt, das will ich nicht verschweigen und das kam hier auch schon zu Wort, einige kritische Stimmen. Ich bin mir sicher, dass wir in Kürze, wenn das Konzept umgesetzt ist, diese Sorgen durch die gelebte Realität ausräumen können. Die Anträge zur Einsichtnahme in die Stasi-Akten sollen schneller bearbeitet werden und die Grundlagenforschung im Stasi-Unterlagenarchiv bleibt bestehen. Uns ist der Opferschutz weiter wichtig und daher bitte ich um Zustimmung für dieses Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich die Aussprache.